Die Feuerwehr wurde zu einem Heimrauchmelder in die Bahnhofstraße gerufen. In dem Gebäude der Johanniter Unfallhilfe sind rund 11 Jugendliche untergebracht, die aus Kriegsgebieten geflohen waren und es alleine nach Deutschland geschafft haben. Waren alle Heimrauchmelder am Piepsen. Als die Feuerwehr eintraf, stellte man schnell fest, dass es dieses Mal kein technischer Defekt der Melder war, sondern ein Zimmerbrand im ersten Obergeschoss. Da nur die Feuerwehren aus Waltrach und Kassel alarmiert waren, ließ der Wehrleiter fiktiv sofort weitere Wehren nachalarmieren, da man nicht nur ein Feuer hatte, sondern auch noch eine Menge an Verletzten. Schnell füllte sich das Gebäude mit Rauch. Oberste Priorität galt neben der Brandbekämpfung auch die Menschenrettung. Hinter dem Gebäude ging die Drehleiter aus Waltrach in Stellung. Sie konnte im zweiten Obergeschoss zwei Jugendliche retten. Währenddessen verschafften sich Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz über eine mehrteilige Steckleiter einen Zugang zu den oberen Geschossen. Auch hier konnten sie mehrere Jugendliche nach draußen bringen. Die restlichen Flüchtlingskinder wurden mit Fluchthauben durch das stark verqualmte Treppenhaus nach unten begleitet und auf einem Sanitätssammelplatz gebracht. Hier kümmerten sich Sanitäter und Ärzte fiktiv um ihr Wohlergehen. So konnte die Feuerwehr 11 Personen retten. Währenddessen waren Feuerwehrmänner im Innenangriff dabei, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Unter der Leitung von Wehrleiter Frank Rode verlief alles nach Plan. Nach rund einer Stunde war die Lage unter Kontrolle und man sah überall zufriedene Gesichter. Auch den Jugendlichen hat es offenbar Spaß gemacht. Es hat sie zumindest für diese Zeit an etwas anderes denken lassen.